Ja, hallo. Dies ist das erste Video einer neuen Serie. Und diese Serie behandelt hier die LaTeX-Klasse Beamer. Ja, es gibt hier auch diverse Klassen und hier möchte ich Ihnen einmal das Beamer vorstellen. Und zur Erklärung, was jetzt diese Beamer-Klasse alles macht, ist folgende. Diese spezielle LaTeX-Klasse ist speziell für Präsentationen optimiert, also zum Beispiel mit Hilfe eines Projektors oder sonstiges. Aber wichtig zu wissen ist, dass auch hier in der Beamer-Klasse es diverse Unterschiede gibt zu Programmen wie OpenOffice, Orgs, Impress, Apples Keynote oder das Microsoft PowerPoint. Denn diese sind What You See Is What You Get Programme, was Beamer leider oder auch vielleicht Gott sei Dank nicht ist. Ja, jeder muss selbst entscheiden, ob er hier wirklich mit diesem reinen Textsatzprogramm klarkommt. Im Endeffekt entstehen hier mit Beamer aber wirklich sehr gute Präsentationen. Eine Beamer-Klasse enthält immer eine Präambel und einen Rumpf. Der Rumpf enthält wiederum Sections and Subsections, also bestimmte Bereiche. Ja, diese Bereiche nennt man auch Slides oder auch Frames und stellen sozusagen die einzelnen Seiten in der Präsentation dar. Der Nachteil hiervon ist jedoch, dass man sich mit LaTeX auf jeden Fall vorher einmal beschäftigt hat, denn ansonsten fällt hier der Einstieg in Beamer schon etwas schwerer. Ja, aber der Vorteil liegt auf der Hand, wenn LaTeX einmal verstanden ist, also der grobe Aufbau oder auch etwas fortgeschritteneres, dann kann man hier mit dieser Beamer-Klasse sehr leicht arbeiten und damit zurechtkommen. Gut, ich habe hier einmal solch eine Beispiel-Beamer-Klasse geöffnet. Sie sehen hier, ich bin hier auf der Homepage der Informatik Uni Freiburg. Ich habe hier einfach mal eine Beispiel-Beamer-Klasse rausgesucht und sieht eigentlich hier sehr schick aus. Und diesen Aufbau hier möchten wir dann in den folgenden Videos von der Beamer-Klasse hier auch nachstellen. Und wir nutzen dazu wieder unser Eclipse. Haben hier natürlich, wie aus der LaTeX-Serie bekannt, TechLibse als Plugin installiert. Und wie wir das Ganze jetzt hier gestalten, damit wir hier eine Beamer-Klasse erzeugen, das zeige ich Ihnen dann einfach mal in dem folgenden Video. So viel also zum Einstieg in unsere Beamer-Klasse hier in LaTeX. Okay?